meine Damen und Herren, sehr aufmerksam. Immer wieder ermuntert dieser fantastische Beifall. Und es ist schön, dass die Stimmung in Deutschland so toll ist. Ich glaube, es hat auch mit zu tun mit diesem sensationellen Duell Power Gerd gegen Super Edi, oder? Das jetzt überall läuft. Sie wissen doch, Sie interessieren sich doch für Politik, oder? Oder sind Sie noch müde vom... Wer von Ihnen war auf dem Christopher Street Day? Wir. Und war das so toll, wie man gelesen hat und gesehen überall? Es war besser. Es war besser, ich glaube auch. Ich selber habe es nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Wollte auch kommen, aber ich glaube, es war ein 1,4 Millionen Begeisterte, ein Festival der Toleranz, der Liebe. Und es war auch eine große politische Veranstaltung. Es waren ja auch Joschka Fischer da und so weiter. Das muss fantastisch gewesen sein. Hier, weil es war so, oder? Ja, hier in Köln, der tolerantesten Stadt Deutschlands. Das muss man mal sagen, meine Damen und Herren. Fantastisch. Herr Christopher Street Day. Ich selber habe am Wochenende Bild am Sonntag durchgearbeitet, um keine Silbe zu versäumen von dem, was Gerhard Schröder und Edmund Stoiber in diesem Duell. Man hat gewusst, es wird spannend werden, aber dass es so spannend wird, meine Damen und Herren. Ich hatte echt den Wunsch gehabt, es kommt ein Bekannter rein, den ich kenne, gibt mir zwei Tabletten und sagt, probier mal die. Ja. Oh, ist das spannend. Ja. Ja. Sie wissen, Power Ede, der Herausforderer von Super Gerd, hat ja ein Kompetenzteam. Ja? Diese sehr sympathische Frau Reiche aus den neuen Ländern, dann Lothar Powerspäth, der mehrere Weltkonzerne gerettet hat und jetzt als Superminister auch noch, glaube ich, die Krankenscheine farbig gestalten möchte, wenn ich es richtig begriffen habe. Das ist dieses Kompetenzteam. Ja? Und die große Frage ist jetzt, wann beruft Edmund Stoiber ins Kompetenzteam für die Position Bundeskanzler Herrn Dr. Kohl? Viele politisch Interessierte haben gesagt, nee, ich habe das Interview nicht gelesen, jetzt im Urlaub. Ich gucke mir im Sommer die Verfilmung auf Sat.1 an. Haben Sie Urlaub schon geplant? Bitte fahren Sie in Urlaub. Unsere Urlaubsindustrie, Herr Antrag kann ja nicht nur, wo jeden Tag schon Bier trinken, auch jeden Tag in Urlaub fahren. Die Urlaubsindustrie liegt auch da nieder. Ein Drittel bleibt zu Hause. Viele bleiben zu Hause und machen Urlaub à la Jan Ullrich, Sie wissen. Ein Freund kommt, gibt zwei Tabletten und der Balkon wird zur Karibik. Herbert Talent and the Drug Free Company. Fabelhafter Gast heute, ein großartiger Journalist, meine ganz klare Nummer eins, wenn es darum geht, Berichterstattung von königlichen Ereignissen, sei es eine Trauung, sei es eine Beerdigung. Dieses Jahr schon zwei glanzvolle Reportagen gehabt, als die Queen Mom beerdigt wurde und bei 50 Jahre Thronjubiläum Königin Elisabeth. Und er ist auch ein fabelhafter Geiger. Wir werden nachher zusammen ein bisschen Hausmusik machen. Er spielt großartige Geige, ich dilettiere so ein bisschen auf dem Klavier. Meine Damen und Herren, die Nummer eins, wenn es um den Adel geht, bei uns im deutschen Fernsehen, Rolf Seelmann-Eggebert. Heute Abend bei uns zu Gast. Das sind die Noten. Wir werden nachher spielen mit Herrn Seelmann-Eggebert, The Bridal, Danny Boy und Harvest Home. Sehr schön macht ihr das. Sehr schön macht ihr das. Ja, wir haben vorhin kurz mal geprobt und so toll, alte Tradition Hausmusik. Leider auch dabei zu verblassen. Ja. Dabei zu verblassen. Warst du auf dem Christopher Street Day? Nein. Nein, hat dich nicht interessiert? War noch nie da, ne. Es muss fantastisch gewesen sein. Der Herr da oben sagt, es war noch besser, als man berichtet bekommen hat. Ich wollte hingehen, aber zum einen, diese große Ansammlung von Massen ist nichts für mich, ja. Und dann muss ich ehrlich sagen, Köln ist die toleranteste Stadt Deutschlands. Klar. Und wir sind die toleranteste Show. Okay, wir machen den einen oder anderen Scherz über Schwule. Oh, schon lange nicht mehr. Ja gut, aber heute kommt's wieder. Nein, okay. Nein. Ich dachte mir, vielleicht soll ich auch mal gehen. Vielleicht sollte ich mich mal an den Dom stellen oder so. Da endete ja die Parade. Ja. Ja, das passt auch. Und, und dann fuhr ich über die Deutzer Brücke. Ja? Ja. Und sah zwei Herren, ungefähr 50 Jahre alt. Schnäuzbärte. Ja. Schwere Lederanzüge, ja. Und die gingen händchenhaltend. Und dachte mir, ist vielleicht doch nicht meine Veranstaltung.
Oh. Es sah irgendwie komisch aus. Ja, also unter den Millionen Zuschauern waren nicht nur Homosexuelle, da hätte es auch hingepasst. Ja, aber soll ich hingehen, um mir Heterosexuelle anzugucken? Bitte? Ja, der Christopher Street Day ist, und jetzt schmeiße ich die ganzen Heteros ran, aber der Christopher Street Day ist zunächst mal eine Veranstaltung. Das ist richtig. Eben. Das ist richtig. Ja, für Homosexuelle mit Bürger. Ja, wollen Sie jetzt voyeuristisch sein oder nicht? Ja. Na ja, gut, es war ja diese Lebensfreude, es war ja auch Joschka Fischer da, der damit auch nichts zu tun hat. Und Westerwelle hat gesprochen und Claudia Roth. Ja, Claudia Roth, viele Politiker waren da und so weiter. Und ich dachte mir, es ist ja im Grunde Karneval mitten im Sommer. Aber dann habe ich diese beiden in den Lederanzügen Händchen halten gesehen. Es sieht irgendwie komisch aus, oder? Findest du? Kommt auf die... Was für Ledersachen das waren. Bitte? Kommt drauf an, was für Ledersachen das waren. Schwere schwarze Lederanzüge bei 32 Grad mit schweren Stiefeln. Händchen halten auf der Deutzer Brücke. Ja, gut. Es wirkte auf mich irgendwie komisch. Okay. Komisch auch im Sinn von erheiternd. Ach so. Muss ich sagen. Ich saß in meinem Auto und ich habe gelacht. Die beiden Ledertucken! Aber nur im Auto. Ja. Und? Ich sage es offen, viele homosexuelle Freunde von mir haben sich bei mir beklagt, bitter. Ich weiß. Worüber? In der Vergangenheit. Dass nein. Du, okay. Am Wochenende. Worüber haben Sie sich in der Vergangenheit beklagt? Nein, ich dachte nur, nein. Ja, was dachtest du? Jetzt sag doch mal. Dass Sie immer herzlich über deine schwulen Witze lachen, aber es besser wäre, wenn du auch schwul wärst. Also weil du nicht beteiligt bist, ist es nicht so gut, wenn du schwulen Witze machst. Völlig falsch. Völlig. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich auch schwul wäre, dass ich offiziell schwul wäre. Das wollen Sie. Okay, gut. Ja. Aber... Nein, Sie haben gesagt, und zwar ist es so, tiefe Aggressionen gegen, sagen wir mal, diese kreischenden Festteilnehmer. Ja. Das ist ja, unsere Sprache ist ja reich. Die Tölen, die Tucken, die Schwuchteln. Genau. Ja? Das alles sind ja, wie soll ich mal sagen, eigene Abteilungen innerhalb der großen Welt, der wunderbaren Welt der Homosexualität. Klar. Und wir haben gesagt, ich kann es nicht mehr hören, dieses Gekreische. Ich bin auch homosexuell, aber ich gehe da nicht hin und kreische. Und was mich am meisten nervt, das ganze Jahr höre ich nichts von Ihnen. Und drei Tage vor dem CSD, lüt, geht mein Handy. Hallo, seid ihr am Wochenende da? Wir würden gerne bei euch pennen. Ja. Und da habe ich gesagt, ihr habt recht. Das würde mich auch nerven, wenn so eine Schwuchtel einmal im Jahr anruft, um bei mir zu pennen. Oder? Ja, klar. Ist es eigentlich diskriminierend, wenn man Schwuchtel sagt? Tucke, ja. Töle, Schwuchtel, Tunte. Ja, ja. Ja, wieso? Ich werde mal wieder Öcker einladen. Der kennt sich da aus. Ja, der ist ja noch schlimmer. Den muss ich ja bremsen. Ja? Der zieht ja so her. Es ist doch ein Unterschied, ob ich ein Homosexueller bin, eine Tunte, eine Töle, eine Tucke oder eine Schwuchtel. Das ist doch ein Riesenunterschied, oder? Was sagen Sie als Schwule? Oder nicht? Das interessiert dich nicht. Ja, natürlich interessiert es mich, aber natürlich ist es eine Form von Nicht-Gleichstellung mit dem Begriff Homosexualität. Soll es ja auch nicht sein. Ja, aber es ist keine Diskriminierung, es ist eine Differenzierung. Es gibt den Bürger, es gibt den Steuerzahler, es gibt den Staatsbürger, es gibt den Gläubigen. Aber es manchmal gibt den Schuldner. Nehmen unsere homosexuellen Freunde ja auch unterschiedliche Rollen ein. Also ich kenne einen, der begrüßt mich immer, hallo Bärchen. Ja, ist aber eigentlich, ja, es ist einfach so eine... Ja. Hallo Bärchen! Ja, es ist aber einfach nur so, damit sein Image als schwuler Gaststätteninhaber... Er ironisiert sozusagen das eigene Image. Ganz genau. Ja. Man kann sich aber ganz normal mit dem unterhalten. Ja. Ja, ja, natürlich, das sage ich ja. Meine Bekannten auch. Teilweise merkst du es gar nicht. Ja, eben. Sehr gut. Das sage ich ihm. Man sieht es natürlich auf den ersten Blick. Okay. Aber meine Damen und Herren, es müssen nicht immer Tucken sein, wenn zwei Männer sich treffen, sondern wir kommen jetzt zu einem wirklich... Ja, ne, mal ehrlich. Und ich gebe auch zu, das hat auch was mit meiner eigenen Spießigkeit zu tun und so, dass ich da nicht einfach zum Christopher Street auf einem Wagen zum Beispiel mitfahre. Es gibt andere Produktionsfirmen in Köln, die haben eigene Wagen auf dem Christopher Street. Ja, selbstverständlich. Ja, das wäre vielleicht zu indiskret, das zu sagen. Ach so. Und so, aber
Da wird im Grunde unmittelbar nach Ende des Karnevals wird von den Mitarbeitern dort der Christopher Street Day vorbereitet. Ach so. Ja. Ja. Gut, die haben auch nicht mehr so viel Produktion wie früher oder so, aber jetzt, meine Damen und Herren, die große Politik. Ich glaube, der Kanzler und der Herausforderer sind überzeugte Befürworter von Toleranz. Ja, klar. Von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Das habe ich dann abends noch gesehen bei Sabine Christiansen. Da war das Thema, glaube ich, Kinder. Ja. Ja, und da war Otto Stieli, waren zu Hause 5 Kinder, seine Schwester hat 10 Kinder. Dann war Herr Liminski, haben Sie auch gesehen, Herr Liminski, der Journalist, hatte auch 10 Kinder, war mit Familie da. Dann war da Renate Künast und Ulrike Volkerts, ja, haben keine Kinder. Und ein... Frau Reiche. Bitte? Frau Reiche war da. Frau Reiche, ja. Frau Reiche, die sehr sympathische Kompetenz-Powerfrau, 27-jährig für Familie. Und Otto Schiele, das ist neu bei Sabine Christiansen, dass die Gäste sich jetzt gegenseitig bewerten in der Show. Hat zu Frau Reiche gesagt, Sie machen hier keine schlechte Figur. Das fand ich irgendwie gut. Ja. Ja. Das fand ich irgendwie. Und da wurde eben nochmal um das Thema Kinder und Lebensgemeinschaften und Adoption und so weiter Anni Friesinger. Ach so, Piercing-Alarm in der Bundeswehr. So, das war, guck mal, ich muss sagen, also Gerd, der Kanzler, ist ein bisschen lockerer als Ede, habe ich festgestellt in Bams Interview. Er traut sich, die Tasse in die Hand zu nehmen und da muss man schon Nerven haben. Schauen Sie hier, der Kanzler hat die Tasse in der Hand. Ja? Der Kanzler hat die Tasse in der Hand, sehen Sie? Und Ede hat sie nur da stehen. Das heißt, der Kanzler ist lockerer. Ja. Denn wenn du nicht cool bist, dann klimpert ja so die Tasse, ja? Und es gibt im Grunde, Kanzler werden ist so einfach. Wenn Sie zum Beispiel einen Job suchen oder so, warum werden Sie nicht einfach Kanzler? Man muss im Grunde 3 große Themen drauf haben. Alles wird teurer, ja? Das kriegen wir schon hin. Und es wäre ja alles easy, wenn diese verdammte Weltwirtschaft nicht wäre. Diese verdammte Weltwirtschaft macht alles kaputt. Wirklich. Wir müssen raus aus dieser Weltwirtschaft. Das ist... Zum Beispiel, toller Streit, ja, Kanzler sagt, Ede sagt, die anderen Länder haben weniger Arbeitslose. Kanzler sagt, nee, wir haben weniger Arbeitslose. Und das ist der Trick. Frankreich hat zum Beispiel weniger Arbeitslose, aber wir bauen mehr Arbeitslose ab. Es geht um den Arbeitslosenabbau. Und immer die Frage um Prozente oder absolute Zahlen. Und Prozente oder absolute Zahlen. Und lassen Sie mich mal ausreden. Ja. Ja? Und alles das wäre schon, der Kanzler ist zum Beispiel dabei, alles super zu machen. Ja? Die Zäune frisch zu streichen, alles, kommt wieder diese Weltwirtschaft, macht alles kaputt. Das wird in diesem 5-Seiten-Interview, ich weiß, Sie haben es am Strand von Arenal und so weiter und in dem Club in der Türkei, Wort für Wort gelesen, liebe BAMS-Leser, am Sonntag. Das will man doch als BAMS-Leser richtig. Also Staatsquote 49,x als richtig anzuerkennen. Ja. Und es gibt 2 Zahlen, die sollte man nicht präzise nennen, und das weiß der Kanzler. Guck mal, Ede kommt auf dieses Glatteis, die Diskussion, die Sie hier führen, ist unredlich. Denn das Ziel, die Staatsquote auf unter 40% zu senken, ist natürlich ein langfristiges Ziel. Ein langfristiges Ziel! Und was sagt der coole Gerd da? Wie langfristig? Aus Luft raus. Ja? Heißt im Klartext, keiner kriegt es hin. Keiner. Egal, wo Sie Ihr Kreuzchen hinmachen lassen von Ihrem Bewährungshelfer am 22. September. Ja? Es kriegt keiner hin. Ja, deswegen. Und dann hat er Ihnen gleich noch wieder die Luft rausgelassen. Bei Ihrem wirtschaftlichen Wachstum von 0,8% kann man das zweifelsohne nicht machen. Und Schröder fragt, bei welchem Wachstum passt es denn? Wieder keine Antwort. Also, Wachstum sehr nebulös, Staatsquote noch nebulöser. Aber das alles wäre zu machen, da kommt schon wieder diese Weltwirtschaft. Ja, eben. Ja. Und jetzt habe ich gelesen, vielleicht wissen Sie schon mehr, Ferdinand Piëch soll Ron Sommer ersetzen. Kumpel vom Kanzler. Und super Kursanstieg der T-Aktie. Ja. 6,5%. Was haben wir Ihnen gesagt? Wenn Sie vor 2 Wochen, ja, ja, für 100 Millionen Euro Telekom gekauft hätten, hätten Sie heute 300 Millionen einstreichen können. Ja, klar. Ganz normal bei Super Hansi Eichel angegeben, bleiben ja 150 Millionen. Sie haben ja wieder nicht auf uns gehört. Ja, eben. Ja? So, heute ging das weiter mit dem Duell in Bild, aber da war nicht wesentlich Neues. Nein. Nein. Ich habe übrigens, meine Damen und Herren, Sie zu Hause, wir können doch offen reden, oder? Weißt du, was ich mich frage? Ob ich nicht in Wechseljahren bin? Ich sitze ja am Samstag, ich hatte die sensationelle Medienwochenende, ja? Ah, ja. Mit Christiansen und so weiter. Und gucke Formel 1. Das ist so spannend. Weil Schumi kann auch abgefangen werden. Ja. Und zwar, wenn rauskommt, dass er sich zum Beispiel Sprudel in den Tank schüttet. Dann wird er disqualifiziert von Bernie Ecclestone. Ja, absolut. Ja? So, das Rennen war zu Ende. Da schalte ich so, zepp ich so rum. Und da komme ich auf den NDR.
Ja, da sehe ich erstmal eine geile Sendung auf Plattdeutsch aus Mecklenburg-Vorpommern. Wo sie so in der Kutsch fahren und der Tour wird gebüht, das hören wir gerne an. Das war irgendwie toll. So. Ja. Und danach kommt eine Sendung Männer in den Wechseljahren. Das gibt's. Mhm. Wechseljahre bei Männern. Ja, gut. Ja, natürlich gibt's das. Ja, was du meinst, weißt, ob es Wechseljahre gibt oder ob es die Sendung gibt? Na, ob sie Wechseljahre kannte ich immer im Zusammenhang mit Frauen bisher. Was sind denn die Anzeichen bei Männern? Weißt du, woran das gefährlich ist? Die meisten Männer merken es nicht. Verstehe. Zum Beispiel einer, das ist dieser Walter oder so. Ja? Sie hatten alle Erfolg. Der eine sah aus wie Hanti Hinterseher, hatte eine wahnsinnige Lederhose an, hatte einen super Gasthof in Tirol irgendwo. Der dritte war irgendwo in Karlsruhe Schauspieler. Und einer zum Beispiel, der ging in den Keller runter, um die Sprudel zu holen. Und kam zurück mit dem Hammer und Nägeln. Und da merkte er, es stimmt was nicht mehr in meinem Leben. Ging zum Arzt. Ja. Ja, und es gibt so Fitnesspäpste, die sind 61, die sehen aber aus wie 12. Ja. So fit sind die. Und das Zaubermittel bei Männern in Wechseljahren, also sie waren absolut depressiv. Auffallend war übrigens, alle fuhren Oldtimer oder Porsche. Ach so, Königspilsener. Es scheint eindeutig so zu sein, dass wenn es abwärts geht, werden die PS-Zahlen höher. Ja, er fuhr so mit so einer Ledermütze und so einem Schal, mit so einer Oldtimer-Sammlung, vollkommen depressiv. Du hast eigentlich das Gefühl, er fährt an die nächste Wand ran, damit es vorbei ist. Ja? Und dann ging er so zu einem Arzt und sagte, sie brauchen Hormone. Und da gibt es Testosteronsalbe aus der Struppelpeter-Apotheke. Habe ich in Großaufnahme gesehen, das war das Döschen Struppelpeter-Apotheke und daraus die Testosteronsalbe. Dann wurde die Frau interviewt. Ja? Und die Frau hat sehr, sehr verschleiert und sehr... sehr charmant gesagt, also in allen Bereichen läuft es besser, seit ihr Walter sich das draufschmiert. Verstehe. Auf die Innenseite des Oberschenkels. Und jetzt hat er eine Lebensfreude und eine Power, das ist der Wahnsinn. Und das erlebst du bei dir auch alles? Nein! Bei mir... Nein, aber natürlich diese Symptome, dass du in den Keller gehst, um Sprudel zu holen und kommst mit Nägeln zurück. Wenn das ein Symptom ist, ja, dann brauche ich aber eimerweise irgendwelche Salben. Ehrlich? Ich fahre natürlich keinen Oldtimer. Das passiert dir nicht? Nein. Ja, weil du keinen Keller hast. Nee, das ist... Natürlich. Also ich meine, wenn ich Sprudel holen will, komme ich auch mit Sprudel wieder. Und wenn ich Nägel holen will, komme ich mit Nägeln wieder. Es sei denn, ich finde die Nägel nicht, dann komme ich aber nicht mit Sprudel wieder. Liebe Männer mit der Krise, liebe Frühverklatzte, wo hier unten so das hängt, so wie beim Pelikan, wo er den Fisch drin sammelt. Ja. Wenn ihr als deutscher Mann überhaupt in den Keller geht, um Sprudel zu holen, dann läuft in eurem Leben schon was falsch. Seht ihr? It's a man's world. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass David Bowie in den Keller geht und Sprudel holt. Nein. Nein, er hat sein 40 Meter hohes Mischpult, kommt auf Jöckelschuhen hier rein und sagt, spring mich nicht mehr auf China Girl an. So wird das sein. Ja, klar. Ja, und alle diese haben jetzt, und der eine zum Beispiel, der hat festgestellt, früher ging er gerne weg, jetzt hackt er lieber Holz. Irgendwo im Haus bei Karlsruhe. Das interessiert dich alles nicht. Doch, aber... Du stellst es ja immer in einen schönen Zusammenhang mit deinem Leben und das interessiert mich sehr. Ja, aber wir werden das natürlich noch intensiver besprechen, wenn es dich dann unmittelbar betrifft. Ja, klar. Wenn ich dich rausschicke und du kommst mit Mama wieder rein und sagst, ich finde die Nägel nicht. Du hast einen Werkzeugkasten im Keller? Na, so ein bisschen verteilt. Ja. Nicht so, ja. So eine alte Kommode und so, wo man so Nägel drin hat, falls man was repariert werden muss und so. Nö, schon so, aber der ist nicht so sortiert, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du findest aber alles? Ja, irgendwann. Ich hatte mir überlegt, ob ich am Wochenende vielleicht auch nach Berlin fliegen soll, denn in Berlin ging ja dermaßen die Post ab, das gibt es überhaupt nicht. Sie kennen vielleicht, wie heißt diese Inszene, Schleudergang, oder wie heißt diese 90 Kneipe? Grad. 90 Grad, 90 Grad. 90 Grad, ein absolutes Innenlokal, wo also wirklich die Großen dieser Szene und Welt sind. Und da war auch Edmund Stoiber, unser Duellant, um sich bei der Jugend vorzustellen und sagen, hallo, da bin ich, euer Edi. Unser Mann für die große Politik, Dr. Udo Brömmer, hat es sich nicht nehmen lassen, am Wochenende in Berlin mit dabei zu sein. Er hat nicht nur Dr. Stoiber getroffen, er hat seinen Medienberater Herrn Spreng getroffen, der sozusagen den Wahlsieg von Ede organisiert. Und er hat sogar noch Claudia Roth, unsere großartige Repräsentantin der Grünen-Idee, besucht bei einem Meeting unter dem Motto, durch Deutschland muss ein Joint gehen. Genau. Ja. Auch keine schlechte Idee. Ja?
Dr. Brömme, meine Damen und Herren, exklusiv für Sie in Berlin. Welcome to the Love Parade. Berlin brodelt ungemein. Ja, hier geht es tierisch zur Sache. Da hebst du ab, da fliegt die Kuh, da tanzt der Papst im Kettenhemd. Kein Wunder also, dass Party Animal Edmund Stoiber kürzlich unter dem Titel Macht trifft Nacht in den irre-schrägen Club 90 Grad geladen hat. All die hippen, blutjungen Trendsetter der Spreemetropole sind mit von der Partie. Und selbstverständlich auch Feiermeister Nummer 1, Dr. Udo Brömme. Wie kein anderer als sich Brömme gern mit seiner schüchternen Pressesprecherin in der Gesellschaft der Reichen und Schönen. Wenn in diesem Fall auch nur für ungefähr 2 Minuten. Denn dann sind ein paar eifrige Helferlein von Stoiber und vor allem dieser nur mäßig zurückhaltende Herr der Auffassung, Dr. Brömme möchte die Party doch lieber von draußen weiterverfolgen. Kein Problem, denn so kann Brömme gleich am Eingang seine politischen Weggefährten begrüßen. Zum Glück ist sein Referent Dr. Martini ein begeisterter Hobbyfilmer, der das Rendezvous Brömmes mit dem Top-Medienberater des Kanzlerkandidaten gekonnt festhalten kann. Herr Brömme, grüße Sie, hallo. Schön Sie zu sehen, hallo. Das klappt ja hervorragend. Meine Trittstimme haben Sie sicher. Das muss ich Ihnen sagen. Wann kommt er denn? Der kommt, glaube ich, jetzt. Ja. Meine Trittstimme haben Sie sicher. Okay, dann wollen wir mal reingehen, oder? Nicht? Nee, ich weiß nicht, wenn Sie keine Einladung haben, kann ich da nichts machen. Ja, also. Das kann aber, da muss sich das sicherlich um ein kleines Missverständnis handeln. Ich habe hier nochmal meine Karte. Darf ich mal sehen? Bitte schön, ne? Steht alles drauf. Sie kandidieren jetzt für die CDU. Für wen denn sonst? Ne? Springt eine Frage. Ja. Wird das schaffen? Ja. Trotz der ganzen Probleme. Erst- und Zweitstimme und Drittstimme Brömme. Ja, und dieses ganze Verhuschte oder sowas, das geht weg, ja? Das kriegen wir bis dahin, bis zum 22. Nein, das hat sich schon sehr gut gemacht. Hat sich schon sehr gut gemacht. Also er übt, also von daher gesehen. Sehr gut. Wir hatten heute dieses Print-Duell. Ja, das war schon wie getroffen. Und er kommt auch schon, ne? Ja. Edmund. Bleiben Sie ruhig bei mir. Ja? Ist ja noch sein Bodyguard. Nein. Wo sind Sie? Ach, die Angela, ne? Schau, da sind Sie, ne? Da sind Sie, ja. Das ist die ganze Prominenz ist da. Er macht sich prächtig, oder? Wir wollen die ganze Führung ihrer Partei. Ja, ich bin sehr stolz. Sie auch? Ja. Sehr stolz. Nach dem 22. September auch noch dabei? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Na, schauen wir mal. Davon ab, ob ich Sie jetzt so ein bisschen zur Ruhe gebracht kriege oder nicht. Ich muss jetzt mal rein. Wir telefonieren. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Alles gut. Grüße. Bis dann. Ciao. Doch das junge Berlin hat auch Probleme. Drogen, Müßiggang. Wie gut ist es da, dass Dr. Udo Brömme voller Tatendrang das Übel an der Wurzel packt? Hier braucht es einen, der die junge Generation wachrüttelt. Gerade im Problembezirk Kreuzberg. Schaffen! Reinhauen! Auch ihr arbeiten gehen! Geht er nicht arbeiten! Die Herzen fliegen ihm wahrlich zu. Schon mal daran gedacht, das Geld selber zu verdienen? Wie hat man in Kreuzberg seit offene Worte vermisst? Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, bitte lassen Sie die Hände von Drogen. Ihr werdet doch bekloppt. Und packt an, bildet massenweise Ich-AGs. Herzlichen Dank. Vorsicht! Wundervoll. Doch schon droht neues Ungemach. Denn in der Parteizentrale des politischen Gegners werden perfide Aktionen geplant, um auch noch die letzten tapferen Reste der deutschen Jugend zu verderben. Mittendrin Claudia Roth. Brömme pflegt ansonsten einen intensiven Briefkontakt mit ihr und schätzt sie wegen ihrer stilsicheren Kleiderauswahl. Es geht uns um die Entdämonisierung und vor allem um die Versachlichung, um die Debatte um Cannabis. Es geht uns darum, Politik auf der Basis empirischer Befunde zu machen. Halt, stopp, sofort aufhören. Mein Name ist Dr. Udo Brömme, ich grüße Sie, hallo. Also mit dem Quatsch wollen wir ja ganz schnell mal aufhören hier. Haschstifte irgendwie zu propagieren, das ist irgendwie eine Sache, die ich zutiefst ablehne und Sie sicherlich auch. Hallo. Dürfte ich grüße Sie begrüßen? Sie. Sehr schön, dass Sie hier sind. Hallo. Setzen Sie sich bitte hier hin. So ranschmeißen an mich, das hätte ich gerne. Frau Roth, ich habe eine Einladung von Ihnen bekommen. Sie haben mir geschrieben, why not? Wir wollten uns mal treffen. Sie wollten gerne mit mir reden. Ja, aber lieber Herr Brömme. Ich bin jetzt da. Herr Brömme, setzen Sie sich mal bitte hin. Herr Brömme, bitte nehmen Sie Platz. Wo sind Sie jetzt, die ganzen Kiffer? Herr Brömme, ich freue mich sehr, dass es endlich zu einer direkten Begegnung. Stellen Sie sich nicht so hinter mich. Das ist ja, das ist schlecht, das Bild, ne? Ich verstehe. Für Ihr Bild. So, okay. Frau Brömme, Sie können gerne dann sich melden. Ja. Es freut mich sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. In der Tat, ich habe schon lange auf Sie gewartet. Das ist 27. November 2001, höchste Zeit. Ich habe Termine. Ich finde, ja, das ist...
Doch nun muss Brömme Tacheles reden. Ich möchte kurz die Möglichkeit nutzen, die Position meiner Partei darzustellen. Sie wollen aber nicht unsere Jugend vorgreifen, Herr Brömme. Sie werden sicherlich jetzt, nein, Sie sind doch gut erzogen. Jetzt kommt unsere Jugend. Ein kurzes Wort, dann bin ich ja auch schon wieder weg. Nee, so haben wir nicht gebildet. Es ist nur so, dass Sie wissen, dass wir von der CDU auch keine Kinder von Traurigkeit sind. Und dass wir auch gerne mal einen Steinhäger trinken oder sowas. Das ist natürlich, das gehört zum Lebensgefühl dazu. Aber wenn es um weißen Afghanen geht und solche Sachen, ne, da möchte ich nichts damit zu tun haben. Schwarze, haben Sie das nicht schon Pisa, ich kenne mich da nicht so aus wie Sie wahrscheinlich. Pisa-Studie hat bewiesen, unsere Kinder sind ziemlich blöde und ich will nicht, dass sie sich noch weiter blöde kiffen. Und von daher gesehen lehne ich jetzt ab und ich finde, es ist eine Hoffart, die da stattfindet. Ein hoffärtiges Treiben. Und ich finde, dass also wir von der CDU dafür sind, dass wer mit Drogen ankommt, es wirklich verdient hat, mit der Peitsche behandelt zu werden. Das ist wieder ein anderes Thema. Da geht es jetzt um Sexualpraktiken. Sexualpraktiken bei den Grünen vielleicht, aber wir kennen das nicht bei der CDU. Aber jedenfalls möchte ich nur mal darauf hinweisen, Finger weg von diesem Teufelzeug. Das war's jetzt schon. Gut, dann die Schnauze voll. Probieren. Ein gutes Stück Arbeit wartet noch auf Dr. Udo Brömme, um mit sauberen Mitteln die Jugend auf seine Seite zu bringen. Zarte Knospen der Hoffnung machen ihm da Mut. Hallo, Dr. Udo Brömme von der CDU. Macht Spaß? Ja. Ja. Liebe im Zeichen der CDU ist doch was ganz Besonderes, oder? Ihr beiden verrückten Hühner. Weitermachen, aber ihr wisst ja, worauf ihr achten sollt, ne? Ja, Brömme wählen. Dr. Udo Brömme, die junge, dynamische, lebensbejahende Kraft für ein neues Deutschland. Getragen von den Sympathien seiner unkonventionellen Parteifreunde, für die das konstruktive Andersdenken eine Ehrensache ist, wird er den Weg in eine wundervolle Zukunft weisen. Kampf den Drogen, ja zum Leben. Das ist das Glaubensbekenntnis dieses Vollblutpolitikers. Und seien Sie ehrlich, in uns allen steckt nur der eine Wunsch. Wir möchten auch so sein, wie dieser faszinierend zupackende Volksvertreter, wie Dr. Udo Brömme. Absolut. Jemand krank? Jemand krank? Heute ist der 9. Jemand krank? Auf Dienstfahrt Nathalie und Marco, die sind ja in Kassel. Ja, bei der Documenta. Und ich habe schon reingeschrieben, Thema heute, Duell, super spannend. Und Köln, super tolerant. Du müsstest eigentlich für letzten Donnerstag noch nachtragen, dass Susanna jetzt ihre letzte Magisterprüfung bestanden hat. Oh, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch, Susanna. Susanna, letzte Magisterprüfung. Susanna, mit welcher Note? 1,5. Danke. Hallo, Pisa! Susanna nicht. 1,5. Da heißt, du bist jetzt fertig mit dem Studium. Total. Studium. Ja. Fantastisch. So, jetzt, meine Damen und Herren, wollen wir sehen, ob sich der Besuch von Dr. Brömme vielleicht schon auf die Wahlumfrage ausgewirkt hat. Rekordwahlbeteiligung heute 95%. 229 von 241 Wahlberechtigten haben die Stimme abgegeben. CDU, CSU 20,5%. SPD 27,5%. Grüne 12,7%. FDP 33,6%. PDS 5,7%. Das heißt, die FDP hat sie wiederholt. Ja. Die CDU schwächelt ein bisschen in letzter Zeit. In der Tat, also rot-gelbe Koalition. Ja. Ja. Und die SPD legt zu. Aufgrund von fantastischen Ideen und Plänen und Kommissionen und allem. Klar. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute gegen die große Hitze einen Löschzwerg. Ich glaube. Das macht man hier Löschzwerg. Auf. Süß, ne? Löschzwerg. Löschzwerg. Kann man hier so aufziehen. Löscht überall und jederzeit. Wo kommt das her denn? Das kommt aus Wo kommt's her? Ich habe keine Ahnung. Das war auch so eine süße Flasche. Ja. Ja. Heute haben wir nicht wesentlich Neues von Projekt 0406. Nein. Wir verschieben das auf morgen. Absolut. Ja. Er ist die konkurrenzlose